Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr seht, befinden wir uns in einer Küche. Warum? Ich weiß nicht, warum. Ja, wir probieren ein neues Format aus. Ja. Wir werden backen, weil draußen wird so langsam ein bisschen kalt. Und wir haben uns gedacht, hey, was gibt es denn da Schönes, als eher mit drin zu sitzen, mit einer warmen Tasse Kaffee rauszuschauen, in das kühle Wetter und dabei ein bisschen was Leckeres zu essen. Da haben wir uns gedacht, hey, wir machen Zimtschnecken. Aber nicht so langweilige, trockene Zimtschnecken, sondern so richtig weiche, fluffige Zimtschnecken, wie man die von Amis kennt. Die sind echt richtig lecker, richtig süß, richtig fluffig, aber wartet einfach mal ab. Ihr bekommt auf jeden Fall das Rezept von uns und könnt die gerne nachbacken. So, wir starten, oder? Ja. Ich würde sagen, Teig zuerst. Tonke kennt ihr ja schon, unsere Sängerin und jetzt Küchenfee. Stell doch einfach mal hier die Zutaten vor, dafür starten wir hier unsere Foodcam. Ah, Foodcam. Gut, Foodcam also läuft. Für den Teig brauchen wir als erstes 800 Gramm Mehl. So. Dann 2 Päckchen Trockenhefe. 2 Eier. So. 120 Gramm Butter. Und 2 Päckchen Vanillepudding, aufgekocht mit 500 ml Milch und 100 ml Wasser. Können wir den so schon essen? Nein, da ist noch kein Zucker drin. Ah, okay. Den brauchen wir übrigens auch noch, 5 Esslöffel Zucker. Ah, ja, so. Weil sonst werden die ja nicht süß. Ja. Yes. Ich glaube, Hefe braucht das auch so ein bisschen zum Gehen, ne? Damit es reagieren kann. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Ich bringe dir mal eine Schüssel. Dann kannst du alles mal zusammenholen. Ja. Gut. Einmal große Schüssel, weil das Ganze muss dann im Ofen gleich auch noch eine ganze Weile gehen. Wir schieben das hier alles mal wieder so ein bisschen raus. Und dann, Foodcam kann wieder ausmachen. Gut. Darfst du gleich mal anfangen. Gut, also als erstes brauchen wir natürlich die 800 Gramm Mehl. Und dann muss auch noch die Butter im Pudding geschmolzen werden. Ich übernehme das mal schnell. Du kannst hier schon mal weitermachen. Dann kommt hier das Mehl, die Trockenhefe rein, die nicht aufgeht. Dann nehmen wir eine Schere. Ja. Ah. Startschwierigkeiten gehören am Anfang dazu. Das ist unser erster Test, ja? Da folgt noch einiges mehr. Tonke, ja. Magst du uns eigentlich was singen? Du bist so unsere Sängerin. Jetzt einfach so. Ja, wir könnten es noch aufheben für jemand anders oder später. Ja. Bisschen später vielleicht. Okay. Wenn dann auch mich jemand begleitet. Moment. Es ist niemand da außer dir. Doch. Wer? So. Ja, leider müssen wir den Pudding hier ein bisschen außerhalb vom Bild schmelzen, weil die Kochplatte ist leider hier. Ja, wie ihr seht, nicht im Bild. Ich bin gleich wieder bei euch in der Zeit. Ich meine, Tomke gibt ja auch ein schönes Bild. So, ich mache jetzt die 5 Esslöffel Zucker schon rein. Und jetzt müssen wir warten, bis der Pudding fertig ist mit der Butter. Machst du die Leute in der Zeit so ein bisschen unterhalten? Oder erzähl den Leuten doch eigentlich mal. Ja, erzähl denen doch mal, warum wir. Ich meine, so ein paar Leute werden sich vielleicht fragen: Hey, ihr seid Kirche, warum kocht ihr? Ja? Vielleicht willst du das den Leuten mal erzählen. Okay, also, es gehört ja schon länger zu unserer Kirche, dass wir öfter schon, jedes Jahr eigentlich, das Gala-Dinner gemacht haben. Und beim Gala-Dinner geht es ja neben der Gemeinschaft auch hauptsächlich um das Essen. Und weil wir dieses Jahr natürlich schwierig ein Gala-Dinner veranstalten können, dachten wir uns, dass wir das so ein bisschen zu euch nach Hause bringen, dass jeder für sich was backen kann, dass jeder trotzdem was Leckeres genießen kann, wenn es jetzt immer kälter wird. Genau, und genau richtig ist tatsächlich hier die Butter geschmolzen. Soll ich dir die einfach da reinhauen? Yes. Gut. Also Butter, Pudding. Ich muss sagen, das schaut schon echt ganz schön. Also den Pudding kann ich so schon essen, auch wenn der jetzt vielleicht so ein bisschen buttrig und zuckerfrei ist. Aber so ist er noch halb gesund. Also, ja. Naja. Ja. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst.
Kochen ist ja schon irgendwie so eine gesellige und auch gesellschaftliche Sache. Und wenn man überlegt, dass die Kirche früher und auch heute in ärmeren Ländern auch noch viel dazu da ist, um auch Arme zu speisen, dann passt das ja eigentlich schon ganz gut zu uns. Und noch dazu ist Kochen natürlich auch was irgendwo jeden interessiert. Und Kirche ist natürlich auch für jeden da und möchte ja, auch jedem irgendwie was Interessantes bieten können. Und deswegen denken wir, dass das ein ganz cooles Format sein könnte. Schaut es euch mal mit an und gebt uns doch dann am Ende auch so ein bisschen Rückmeldung, wie ihr das findet. Ja? Weil wir haben echt noch einiges geplant, gerade jetzt Richtung Weihnachten. Ja, vielleicht habt ihr auch ein paar Wünsche, was man kochen könnte. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns das Video abonniert und wenn ihr uns ein paar Kommentare da lasst. Danke schon mal so weit. Magst du kneten? Soll ich kneten? Ich darf matschen. Ich sehe schon, ich darf matschen. Also, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einer Küchenmaschine machen. Ganz wichtig, Hände vorher waschen. Mache ich jetzt mal kurz. Wir haben zwar was da zum Rühren, aber da sind leider die falschen Aufsätze drauf. Also wenn ihr das rührt mit einer Maschine, dann am besten nicht die, sondern die Knethaken benutzen. Ja, und man muss natürlich auch sagen, der Teig wird ziemlich fest, sprich so ein kleiner Mixer. Der kommt damit dann schon ziemlich schnell an seine Grenzen. Deswegen entweder eine richtige Küchenmaschine oder halt dann hier die guten alten Hände. Geht ganz gut übrigens beim Hefeteig, den wir hier im Endeffekt machen. Ja, nichts anderes ist es. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen zu matschen. Mal gucken, falls das irgendwie zu lang dauert, spulen wir das Ganze vielleicht so ein bisschen vor, falls uns so ein bisschen die Ideen ausgehen, was wir euch hier noch so erzählen können. Ja, du könntest mal hier die Foodcam mal ein bisschen wegnehmen, dass ich die hier nicht einsaue. Ja. So. Mensch, vorher hast du Salz mitgebracht. Ja, Salz muss da rein. Ihr seht schon, ja, das Gelbe da. Erstes Video, erste Tests. Mhm. Da wird immer mal ein bisschen was schief gehen. Ich hoffe, es wird auch ein bisschen lustig. Verzeiht uns das insofern. Wir geben unser Bestes. Das reicht schon, das reicht schon. Ja, ja, so eine Prise Salz, boah, ja, ich weiß. Ein Teelöffel kommt rein. Ein Teelöffel? Ja. War das ein Teelöffel? Ja. Ja, sicher? Ja. Hast du so ein Augenmaß? Ich bin nicht dran gekommen. Okay. Ja, weil ich zu dick bin. Ich stehe vor dem, vor dem Schieber mit dem Teelöffel. Nee, aber gerade beim Salz, ja, das muss nicht so hundertprozentig genau sein. Ist einfach nur wichtig, dass ein bisschen was drin ist. Ja, genau, die Foodcam kannst du da mal wegnehmen. Ich finde die noch. Nö, die fällt nicht. Schade. Du kannst sie aber auch anschalten, wenn du möchtest. Da haben wir so ein bisschen Bild von diesem. Ja, hier, neben auf dem Roten. Du kannst es einfach starten. Ach, cool. Zack. So, haben wir die neue Kamera gleich mal ein bisschen gemehlt. Das kannst du hier so runterklappen. Zack, zack, zack. Yeah. Dann siehst du auch noch was. Ja, Sängerin, Bäckerin, jetzt auch noch Kamerafrau. Ihr seht schon, die Frau ist multifunktional einsetzbar. Mal schauen, was wir als nächstes sehen. Oh, ja, als Gottesdienstgestalterin, was ihr auch schon im Einsatz. Weiß nicht, was willst du noch so machen? Ich würde auch gerne gleich das Essen. Also. Wer nicht. Also, essen kann sie auch. Ja. Sieht zwar nicht so aus, aber geht wohl ganz gut. Deswegen, so, das wird jetzt schon so ein recht. Ja, ich würde mal sagen, das ist kein so richtig trockener Hefeteig. Sollte auch nicht, weil das Ganze soll ja später richtig schön fluffig und weich sein. Und deswegen richtig, richtig schön verkneten. Ja, kostet von Hand tatsächlich so ein bisschen Kraft. Ich weiß nicht, du hast den schon mal gemacht. Alles gut. Azubis an der Kamera. Immer dasselbe. nee, du kannst mir mal sagen, wenn der so die richtige Konsistenz hat. Oder ob wir noch was zugeben müssen. Also, als ich den vorgebacken habe und er war so, habe ich noch ein bisschen Milch reingetan, weil ich dachte... Dass der noch flüssiger sein muss? Ja, das ist nicht so echt? Toll. Ich glaube, das fühlt sich schon ziemlich klebrig. Ja, hier. also vielleicht, ich sag mal so, mit der Küchenmaschine habt ihr ein bisschen weniger Sauerei an Händen. Ne? Aber... Ich muss sagen. Solange gleich der Teig übrig ist. Ja, der kommt ja da wieder rein. Ich weiß nicht, ich glaube, Hefeteig schmeckt roh nicht so gut. Plätzchenteig kann man ja da ganz lecker dann essen.
weil das nicht so meine Sache ist. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, ich esse mehr Teig als Plätzchen. Ja. So ist das. Aber ich glaube, so langsam wird das Ganze. Was meinst du? Ja, sieht gut aus. Sollen wir das Ganze dann mal zum Gehen wegstellen? Ja, das klingt gut. Also das Ganze muss jetzt tatsächlich eine Stunde gehen. Dazu ist es ganz sinnvoll, wenn ihr da so ein Handtuch oder so drüber legt. Ne? Ja. Sucht euch einen warmen Ort. Wir haben jetzt gesagt, wir stellen einfach mal den Backofen so auf 40, 50 Grad. Das passt schon. Wärmer solltet ihr das auf gar keinen Fall machen, weil sonst wird der ganze Teig irgendwie noch trocken oder fängt an zu backen. Das brauchen wir natürlich nicht. Könnt aber auch einfach auf eine Heizung stellen oder so. Außer ihr habt Hunde, so wie wir, weil dann, dann ist der Teig gegessen, bevor ihr irgendwie Schneckennudeln backen könnt. Ich würde sagen, ich mache die Sauerei hier noch von den Händen runter. Und dann hauen wir das in den Backofen zum Gehen. Und wir sehen uns wieder, wenn das Ganze sich so ja, circa verdoppelt hat von der Größe. Yep. Bis dann. Also, unser Teig ist jetzt gleich ungefähr eine Stunde, oder? Länger? Eine Stunde? Gegangen. Und ist jetzt auch ungefähr doppelt so groß geworden. Und ich werde jetzt schon mal hier die Fläche bemehlen mit viel Mehl, weil der Teig ist jetzt klebrig. Und der Christian bringt mir jetzt netterweise den Teig vorbei. Aber gerne. So viel Mehl, wirklich. So, ich sehe schon, der ist ordentlich gegangen. Jetzt ja, soll ich den einfach mal hier raufhauen? Oder? Ja, also ich habe das letzte Mal in zwei Hälften gemacht, das war ganz gut. Also erstmal. Okay, dann mach das so. Gut, dann. Also du nimmst jetzt hier dann quasi eine Hälfte raus. Ja, genau. Und dann, Achtung, normalerweise macht man sowas ja mit einem Nudelholz. Ja? Genau. Dadurch, dass der aber so klebrig ist und wir jetzt eh schon die Hände benutzt haben, sie hat die vorher gewaschen, wissen wir ja, das geht ganz gut mit den Händen und deswegen werden wir den jetzt wohl auch mit den Händen hier so ein bisschen ausrollen oder verteilen. Ihr seht schon, das ist echt richtig klebrig. Deswegen ist auch gut, dass da richtig Mehl liegt. Dadurch wird er so ein bisschen fester, kann man sagen. Ne? Ja. Hier jetzt nochmal ein bisschen nachkneten. Und dann rollt ihr das eigentlich zu so einer, kommt drauf an, also auf jeden Fall Quadratform. Mehr oder weniger, soweit es geht. Ja. Aber je länglicher das Ganze wird, desto kleiner werden quasi später eure Zimtschnecken. Und je breiter das Ganze wird, desto größer werden die, weil die werden später dann gerollt. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. Und klar, je mehr Umdrehungen die haben, desto dicker werden die. Also wenn ihr so richtig dicke, fette, amerikanische Zimtschnecken wollt, dann macht das Ding ein bisschen breiter. Ja, jetzt sieht das Ganze auch schon ein bisschen anders aus hier. Nicht mehr ganz so klebrig. Viel besser. So, kann ich dir was helfen? Puh, ich weiß nicht. Na, dann mach du mal. Das ist gar kein Stress. Dann schaue ich dir hier mal so ein bisschen zu. Oh je. Ja, das ist gerade richtig fies, weil jetzt, wo wir das Video drehen, haben wir gerade etwa so 12 Uhr und wir haben beide noch nichts gegessen. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist gerade echt schon so ein bisschen eine Qual, das hier zu machen. Ja, wie dick soll der etwa sein? So ein Zentimeter, oder? Ja. Also so ein Zentimeter dick etwa ausrollen. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Also geht durchaus mit den Händen, wie ihr hier seht. Auch wenn deine Finger so ein bisschen ein bisschen so matschig sind. Ja. Aber schmecken tut's, egal wie die Finger aussehen. Ja, voll. Wie gesagt, hier jetzt halt ein bisschen drauf achten, dass ihr so etwa einen Zentimeter Dicke habt. Soll ich dir noch ein bisschen Teig geben, weil wir haben hier gerade so ein bisschen so ein Loch. So, hier. Okay. Jetzt sind wir meine Hände wieder. Bisschen matschig, aber wenn ein guter Assistent sein will, weißt du, wie das ist. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dadurch, dass der so weich ist. Kann es natürlich passieren, dass der euch so ein bisschen reißt beim Ausrollen. Das ist hier allerdings gar nicht so das Problem. Einfach stopfen.
weil durch das Rollen später, ja, das wird schon. Ein bisschen mehr ran. So, eigentlich könnte es so ganz gut sein. Schaut es doch ganz cool aus. Guck mal, hier haben wir noch so ein kleines hässliches Löschchen. Oh yeah. Ja, das ist so die Challenge bei dem Ganzen, dass ihr da ein bisschen einfach drauf achtet. Klebriger Teig, ja, richtig schön viel Mehl, dann wird es schon. Ist aber gar nicht so schlimm tatsächlich, wenn hier ein kleines Loch ist, weil wir rollen das Ganze ja jetzt gleich. Und von daher stopfen sich die Löcher dann quasi von selber. Richtig? So, yes. Wunderbar, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Zucker, viel Zucker, braunen Zucker. Und zwar 300 Gramm. Oh ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Yeah, dankeschön. So, und da kommen 5 Esslöffel Zimt. Esslöffel oder Teelöffel? Teelöffel. Teelöffel. Okay. Aufpassen, es gibt hier Zimt schon. Ja, Nein, Teelöffelchen. Ich mache dir das hier mal auf. Jetzt haben wir beide richtig versaute Hände. Ich glaube, ich... Machst du das, soll ich das machen? Egal, ich kann, wenn du das hältst. Ich halte das mal. Oh, oh je. Okay. Hey, wir haben schon ein bisschen Zimt da drauf. So, komm, ich glaube, wir nehmen das mal so ein bisschen nach hinten, oder? Ja. Dann geht das Ganze ein bisschen einfacher. Das war ein halber. Ja, das war ein halber. Jetzt noch ein halber. Jetzt noch zwei. Jetzt noch zwei. Schön mitzählen. Ich meine, ein bisschen mehr Zimt schadet auch nicht, oder? Nee, nee, nee. Zimt ist ja richtig gut da drin. Aber die Zimtschnecken schmecken tatsächlich auch Leuten, die nicht so auf Zimt stehen. Habe ich gestern mich versichert. Weil die voll schön weich sind und so. Und die werden auch richtig schön vanillig dann. Verrühren ein bisschen. Ich werde jetzt hier mal kurz wieder verschwinden, wenn Tomke euch unterhält, weil wir brauchen hier noch ordentlich Butter. Ja, das die stimmt. Die müssen wir ein bisschen schmelzen. Ich mache das eigentlich so, dass ich die nicht komplett durchschmelze, weil wir müssen die ja gleich verteilen. Wenn die komplett flüssig ist, dann läuft ihr euch halt überall runter. Und ich probiere das jetzt mal, ich weiß nicht, ob es klappt, dass ich die so teils schmelze, ja, dass ich dann quasi die noch halbfeste Butter mit dem Verschmolzenen so ein bisschen verrühren kann und wir dann so ein bisschen eine cremige Masse bekommen. Bis gleich. So. Ja, du hattest letztens recht viel davon gebacken, ne? Ja, insgesamt kommen da, so würde ich sagen, 24 bei raus. Also könnt ihr euch schon mal merken, so 24 ja, Stück. Genau, aber große, die dann werden nicht klein. Ja, sollen die ja auch. Weil überlegt mal, wenn ihr die zu klein macht, dann werden die natürlich auch nicht so schön saftig. Und ihr habt nicht das so stimmt. viel Umdrehung, dann könnt ihr die nicht so schön zerpflücken. Also die sollten schon groß und fett sein. Ne? Also so, darauf achten, dass da, ja, dass ihr da schon ein bisschen Fläche habt. So, dadurch, dass ich erst jetzt die Butter schmeiße, musst du die Leute wieder unterhalten. Machst du jetzt was singen? Nee, Vielleicht. Ja, aber kommen wir mal aufs Singen zurück. Ich versuche ja mal so halb stehen zu bleiben und halb ja, auf den herzuschauen. Wir hatten ja letzt ein Lied veröffentlicht, ne? Wo du, also quasi statt einem Gottesdienst auf den Punkt, hatten wir einfach nur ein Lied. Das war tatsächlich ein bisschen aus. Ja, Zeitnot, man kommt es einfach nicht immer hin, auch wenn wir, also ja. bisher haben wir es ja immer geschafft, jeden Sonntag, aber da war dann eben Konfirmation und auch der Pfarrer hat einfach wahnsinnig viel zu tun und deswegen mussten wir uns da eine Lösung suchen und dann dachten wir, hey, das mit der Musik kommt ja ganz gut an, also auch du kommst ganz gut an und haben da, ja, wie gesagt, einfach mal eine Single veröffentlicht oder ein Lied, ein Cover, wie auch immer. Die Reaktionen darauf waren echt so positiv und das haben so viele Leute geklickt, dass wir das wahrscheinlich auch in nächster Zeit öfter machen werden und das vielleicht auch so ein bisschen als eigenständiges Format etablieren werden. Wir wissen noch nicht, ob das jetzt wöchentlich dann kommt oder alle 2 Wochen monatlich. Da, wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Aber wir haben da schon vor eigentlich, das so ein bisschen öfter zu machen, ne? Ja. Jo. Ich hoffe, euch gefällt es. Wie gesagt, wir probieren hier immer mal wieder ein bisschen neue Formate aus. Es soll natürlich immer auch zu uns passen. Ihr werdet hier jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Let's Plays zu Videospielen oder so finden. Das passt wahrscheinlich nicht so gut. Wir hatten es ja auch schon im Sommer angekündigt, dass immer mal wieder was Neues kommt. Ja. Ne? Aber wie das so ist, Sommerpause dauert immer so ein bisschen und da sind die Leute im Urlaub. Aber jetzt sind wir dran. Also wir haben unsere Standard-Gottesdienste.
werden dann auch einfach so Singles unter einer Woche so ein bisschen etablieren, ja, denke ich. Die Kochgeschichte, die wird natürlich nicht wöchentlich werden. Momentan haben wir das so geplant, dass wir das irgendwie so ein bisschen zu speziellen, ja, sag mal, Kirchenfesten so ein, ja, bisschen machen. Ja, also genau. Sprich Weihnachten, Ostern wird dann bestimmt wieder was kommen, Pfingsten. Und ja, also wie gesagt, es ist natürlich schon recht aufwendig. Aber wir versuchen da natürlich dran zu bleiben. Wie gesagt, wird nicht jede Woche, vielleicht auch nicht jeden Monat kommen. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Ganze etabliert, oder? Und auch, ja, was ihr natürlich dazu sagt, ob ihr das gut findet. Wartet mal noch mit Urteilen bis Weihnachten durch, ja, ist, weil da kommt echt was Cooles. Das ist nur der Anfang hier. Genau, das ist der Anfang, quasi der Testschuss. Ja? Ja. Wir stellen uns jetzt hier gerade zweite, normal stehe ich auch hinter der Kamera. Sprich, irgendwann werde ich wohl ersetzt werden. Damit ich nicht ganz alleine sein muss. Ja, also ich werde auf jeden Fall ersetzt werden durch, ja, jetzt hat es nicht ganz so geklappt, wie ich mir es vorgestellt hatte mit meinem Butterplätzchen. Können wir es abstellen? Nee, aber wie gesagt, also für die größeren Kochgeschichten wird hier dann auf jeden Fall jemand anderes, Tomke, noch unterstützen. Mhm. Aber du bleibst dabei, ne? Na klar. Weil du kochst auch ganz gerne, oder? Ja, ich backe sehr viel und koche sehr viel. Frage. Ja. Lieber essen oder lieber backen? Also bei vielen Sachen ist es so, ich backe dann gerne und esse den Teig. Und das, was rauskommt, essen dann meistens die anderen. Echt, das verschränkst du denn? Ja, aber bei sowas geilem... Also ich bin eher essen, das gebe ich zu. Ja. So, soll ich das hier mal so ein bisschen verteilen? Ja. Hier schön. Und hier ist jetzt echt aber wichtig... Aber natürlich nur die Hälfte, weil wir haben ja auch die, ja, genau, Hälfte vom Teig. Aber hier ist echt wichtig, dass ihr jetzt richtig schön das buttert, das Ganze. Mhm. So verteilen wir hier mal. Sonst hält auch der Zuckerzimt, die Zuckerzimtmischung nicht so schön. Also da muss schon ordentlich was drauf. Und ich sehe gerade, das schluckt auch ganz schön. Ja. Dieser gute Teig. So, ich glaube, ich habe hier schon ein bisschen mehr als die Hälfte drauf, ja, gehauen. Wir haben ja noch... Im Notfall müssen wir halt noch mal ein bisschen was schmelzen. Also die Butter ist hier tatsächlich wirklich wichtig, weil das Ganze kommt ja später in den Ofen. Einerseits bindet euch das natürlich, eure Zucker-Zimt-Mischung jetzt. Andererseits sorgt das natürlich später dafür, dass es nicht trocken wird. Genau, dass der Teig etwas saftig bleibt, ne? So, hier, so ein Pinsel ist natürlich ideal, das wäre mit den Händen jetzt gar nicht so cool, ja, weil das Ganze ist natürlich auch irgendwo warm. Ne? Und so Fett-Butter-Hände, ja. Nee, das muss nicht sein. Nie. So, jetzt verteilen wir hier das mal noch wir schön. Das können gleich brauchen. Was hast du denn dann? Ein Schaber, was hast du denn damit vor? Damit habe ich vor, dass wir den ganzen Teig rauskriegen, dass nicht die Hälfte noch drin bleibt. Ach so. Ja, macht Sinn, ne? Ja. So ist es halt mit dem klebrigen Zeug, aber es lohnt sich, ne? Aber das Ergebnis ist richtig, richtig, richtig lecker. Ich hoffe, ihr freut euch da schon drauf. Ich meine, wenn ihr eingeschaltet habt und euch das anschaut, dann habt ihr mit Sicherheit auch Bock auf so leckere, fluffige Zimtschnecken. Vor allem, wenn ihr am Ende das Ergebnis seht. Ich weiß nicht, warst du eigentlich schon mal in Amerika? Hast du die schon mal probiert? Nein, noch nie. Echt, noch nie? Ich war noch nie in Amerika. Das ist richtig. Aber ich würde echt gerne. Also, wir haben die, wie wir es letztes Mal dort waren, haben wir uns solche Schneckchen gegönnt und man muss sagen, also die sind dann echt richtig mächtig. Das hier ist tatsächlich noch fast... müsst euch noch nicht schlecht fühlen. Das ist fast noch gesund dagegen. Aber die ist halt richtig, richtig mega gut. Was ihr übrigens auch noch ganz gut machen könnt hier, wenn das, glaube ich, reicht nicht, oder? Ja. Soll ich noch hier Zimtzucker? Machst du das? Kann, mir egal. Ja, komm, dann, dass ich hier auch mal noch was mache. Kannst du machen, ja. Zucker ich das Ganze hier mal noch. Wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Amerika, Zimtschnecken, gesund. Gesund? Ja, genau. Nee, was ihr euch sagen wollt. Genau. Wir füllen das Ganze hier jetzt mit so einer Zucker-Zimt-Mischung. Ich nehme da jetzt einfach die Hände. Dann geht es deutlich besser. Hier so ein bisschen verteilen. Ihr könnt da auch so ein bisschen Nüsse rein, so Pekannüsse oder so, gibt es vor allem in Amerika. Ja. Ist lecker. Oder Walnüsse könnt ihr da reinmachen. Hackt die vorher ein bisschen, ansonsten wird es schwierig mit dem Rollen, wenn ihr da ganze Nüsse reinhaut. Auch als Topping ist es natürlich später noch eine Möglichkeit, das drauf zu geben. Aber Nüsse, wie gesagt, ergänzen das Ganze eigentlich ganz schön. Wir machen es jetzt mal ohne, so ganz klassisch. Versuchen hier möglichst weit an den Rand zu gehen, tatsächlich mit dieser Zucker-Zimt-Mischung. Wenn Tomke mich hier irgendwie verlässt, warum auch immer. weil, wenn wir da nicht bis an den Rand gehen mit, hast du eigentlich schon aufgeheizt? Nein. Das wäre voll cool. Da.
Aber dann können die wieder hier gehen. Im Ach so, stimmt, die müssen ja gehen. Ja, nee, doch, Quatsch. Oh Mann, ich war schon viel zu weit. Die müssen nochmal gehen. Der andere Ofen ist vorgeheizt, wir haben nämlich zwei. Das ist, wenn man sich zu... Ja, das ist der Luxus. Wenn man sich zu früh schon freut, aber nee, die brauchen ja nochmal ein bisschen Zeit, ne? Ja, jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren, aber ich glaube, das... Oh mein Gott, habe ich jetzt... Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch ein bisschen verteilen. Da muss schon ordentlich was drauf. Ja. Also, muss schon gut gezuckert werden. Wie gesagt, hier, die Füllung ist auch tatsächlich brauner Zucker, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, ob man das auch mit Weißem machen kann. Aber man macht es halt eigentlich mit Braun. Also machen wir jetzt auch so. Falls es jemand von euch mal ausprobiert mit Weißem. Genau, das ist der Look. Richtig. Weil dann bringt, glaube ich, auch der Zimt so ein bisschen noch. Aber ich glaube, das dürfte reichen, Das dürfte reichen schon, oder? Also falls jemand von euch mal mit Weißem Zucker probiert, lasst uns doch mal hören, wie das so war. So, tust du rollen, tue ich rollen? Ja, ich kann. Okay, Tonk übernimmt jetzt mal wieder. Wichtig ist jetzt, dass ihr das richtig schön eng rollt. Ne? Richtig, richtig schön eng, dass es schön zusammenhält und dass die Butter auch so richtig schön in den Teig reingehen kann. Jetzt haben wir den Teig hier gleich fertig gerollt. Mhm. Was wir jetzt noch machen müssen, ist tatsächlich schneiden. Schön zugedeckt. Sehr gut. Wie dick ihr die schneidet, ist euch überlassen, aber wir empfehlen euch so 2 bis 4 cm, weil wenn ihr sie zu schmal schneidet, dann gehen sie halt nicht so schön hoch. Und wenn ihr sie zu breit schneidet, naja, dann gehen sie halt drüber. Ne? Ja. Deswegen etwa so 2, 3 Finger breit, etwa so. Dann nehmt ein scharfes Messer, weil das Ganze, wie ihr schon gesehen habt vorhin, klebt so ein bisschen. Oder was ihr alternativ machen könnt, ihr könnt Bindfaden nehmen. Jetzt denkt vielleicht einer oder andere, hey, was will denn der jetzt mit Bindfaden? ganz einfach, den legt ihr drunter durch. Legt ihn hier oben zusammen und zieht ihn dann einfach durch. Das ist, wir schneiden. Geht wunderbar. Ja. Aber ich glaube, ein Messer hat jeder zur Hand. Funktioniert. Sollte nur, wie gesagt, ein bisschen scharf sein. Und dann sollt ihr versuchen, die halbwegs gleich dick zu schneiden. Ne? So. Wenn wir die dann geschnitten haben, das ist schon die zweite Hälfte von unserem Teig, dann packen wir die gleich in die Form zu den anderen Zimtschneckchen, damit die alle wieder schön vereint sind. Und dann müssen die nochmal, wie lange müssen die nochmal gehen jetzt? So eine halbe Stunde? Halbe Stunde. Ne? Halbe Stunde. Ja. So, jetzt haben wir hier natürlich richtig schön viel Sauerei. Jetzt probieren wir das mal hier so. Also, wie eng setzt ihr die? Schaut, dass die etwa einen Zentimeter Abstand jetzt haben, weil die müssen jetzt gleich nochmal gehen. Und dadurch, wenn die nochmal aufgehen, dann haben die bei einem Zentimeter Abstand, werden sie dann ziemlich sicher aneinander stoßen. Ja, sie brauchen ein bisschen Platz zum Gehen, aber eben auch nicht zu viel, weil sonst bekommt ihr nicht diese schönen flauschigen Zimtschnecken, die eben schon, ja, flauschig, die sind flauschig. Ja. Weißt du, flauschig ist immer gut. Nein, aber dadurch, dass die dann eben aneinander stoßen, dadurch schafft ihr es eben erst, dass die so schön fluffig sind und dass die so schön weich sind, weil dadurch trocknen die dann einfach nicht aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Loch. Das, ja, ich wollte Platz schaffen. Hat nicht geklappt. Ja, dann setz mal den. Der letzte ist ein bisschen dicker geworden. Das ist der Zimtschneckenturm. Yes. Schauen wir mal, was aus dem passiert. Das seht ihr dann, was passiert, wenn man die zu dick schneidet. So, ja, hier seht ihr mal kurz, wie eng die etwa bei uns sitzen. Jetzt stellen wir die nochmal eine halbe Stunde zum Gehen in den Ofen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, also die Zimtschnecken sind jetzt eine halbe Stunde gegangen. Jetzt sind sie größer geworden. Jetzt kommen sie bei 200 Grad für 20 Minuten in den Ofen. So, jetzt sind unsere Schnecken bald fertig. Mhm. Da fehlt aber noch was, richtig? Ja, das Beste. Erzähl. Und zwar gibt es ein Frosting aus Frischkäse, aus Vanille, also Vanillezucker oder Vanillepaste und Puderzucker. Und eigentlich brauchen wir von dem Puderzucker und ein bisschen Butter. Butter. Klein bisschen. Also bisschen 100 Butter. Gramm. 100 Gramm. 20. So. Ja. Genau. Die haben wir schon geschmolzen im Topf. Und eigentlich können wir anfangen. Von dem Puderzucker brauchen wir die ganze Packung, also 250 Gramm. Einfach hier rein. Ihr seht schon, das gibt ein leckeres Topping. Nein, aber braucht es tatsächlich, durch den Frischkäse wird das Ganze auch schön cremig und die Butter.
Und auch wenn das jetzt nach ziemlich viel Kalorien ausschaut, was es glaube ich auch ist, aber das macht das Ganze alles richtig lecker, auch saftig. Ja. Es gibt so ein schön vanilliges, cremiges Aroma, das ist die schöne weiße Soße, die da oben drauf ist. Das ist schon echt gut. Brauchst du einen Löffel? Ach, du hast einen Löffel. Ja, also von dem Frischkäse braucht man normalerweise auch 250 Gramm, aber weil hier jetzt einfach 300 Gramm sind, ja, ich kann das so prima Daumen machen. Ne? Das müsst ihr nicht hundertprozentig nach Rezept machen, einfach dass die Konsistenz irgendwo stimmt. Dass es schmeckt. Genau, und dass halt nicht dann auch zu süß ist, also mehr Puderzucker solltet ihr dann nicht nehmen. Mhm. Ich mache mal hier die Vanillepaste, die übernehme ich mal kurz. Davon einfach so einen guten Schuss einfach hier reindrücken. So. Das sollte eigentlich auch schon reichen, also dann müsst ihr es auch nicht übertreiben, die ist schon sehr, sehr intensiv. Und? Butter! Oder? Ich überlege gerade, ob ich die nochmal aufkochen soll, dass sie ein bisschen flüssiger wird. Könntest du tun. Ganz kurz. So lange kann ich schon mal mixen? Ja, mach schon mal anfangen. Das mache ich. Wunderschön flüssige Butter. Ja. Die geben wir jetzt einfach mal hier rein. Genau. Das sorgt dann später auch dafür, dass das so alles ein bisschen in die Ritzen verläuft und es alles hier schön saftig wird. Ja, ist eine klebrige Angelegenheit. Bis das dann so eine richtig schöne homogene Masse ist, kann es auch ein bisschen Kraft und Nerven kosten. Aber lohnt sich. Ja, wahrscheinlich hören wir das gar niemand mehr. Der Sound, der klickt die ganze Zeit hier auf. Aber hey. Aber es wird. Es wird, ja, schau gut aus. So, das sieht ja schon mal echt gut aus. Hier so eine richtig schöne, cremige, homogene Masse. Es soll ja auch Leute geben, die es pur essen, ne? Hab ich mal gehört. Eventuell. Das probier ich also. Weiß nicht. Aber jetzt holen wir die Schnecken aus dem Ofen. Yes. So, und hier sind sie auch schon. Wie ihr seht, alle richtig schön aufgegangen und bereit, damit glasiert zu werden. Yes. Ich schiebe die hier mal so ein bisschen in die Mitte, dass die Leute es auch gut sehen können. Und es ist am besten, wenn ihr das auch noch drauf macht, wenn sie noch warm sind, weil dann verläuft es nämlich schön. So. Jetzt du oder ich? Mach. Vielen. Richtig schön. Oh, jetzt werden die Schnecken prinzipiell fertig. Aber wie gesagt, wir haben gesagt etwa 20 Minuten, aber ihr müsst so ein bisschen auf die Bräune schauen. Ja? Schau, dass die nicht zu dunkel werden, weil sonst schafft ihr sogar die Zimtschnecken trocken werden zu lassen. Und dann hätten wir unser Ziel ziemlich verfehlt. Ne? Ja, ziemlich. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Ich möchte jetzt probieren. Hier kannst du. Kannst du dir schon nehmen. Nein, wir warten jetzt hier schön, bis alle glasiert sind. Nee, ich glaube nicht. Wenn nicht, dann können wir es ja so ein bisschen verreiben, falls es zu viel wäre. Wir können das auch ein bisschen variieren, weil tatsächlich ist das Frosting schon recht süß. Ja. Wenn ihr es nicht so süß mögt, dann macht vielleicht die Hälfte oder so und setzt einfach nicht ganz so viel auf die Schnecken drauf. Aber ja, jeder nach seinem Geschmack. Aber eigentlich gehört es schon dazu, oder? Ja, schon. Also wenn süß, schon dann lecker. Schon richtig. Sieht gut aus. Ja, also ich würde sagen, für unser
für unseren ersten Testschuss. Das ist auch ganz gut geworden, ne? Was meint ihr dazu? Also wir werden jetzt gleich noch probieren, um auch zu testen, dass die auch wirklich schmecken. Aber, ja, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst uns doch ein Like da, kommentiert ein bisschen, schreibt, ob ihr sowas vielleicht auch schon mal gemacht habt oder ob ihr vielleicht was anderes sehen wollt, was wir noch so hier kreieren können. Und freut euch schon mal auf das, was noch so kommt. Aber jetzt werden wir die erstmal probieren. Soll ich uns Teller holen oder geht das einfach so? Ich kann es auch so probieren. Nee, ich hole uns mal Teller. So. Wenn ich auskennen würde, dann wüsste ich, wo wir sind. Da. Hier ist ein Teller. So. So. Dann brauchen wir noch irgendwas zum Rausholen. Mhm. Hast du sowas? Das könnte klappen. Kuchenschaufel? Kannst du ruhig anfangen. Na, ich mach das hier. Wo fangen wir an? Fangen wir hier an? Mhm. Ja, dann nehmen wir doch hier mal so eine. Oh ja, das fühlt sich schon richtig, richtig gut an. Richtig schön fluffig. Oh. Ja, ich glaube schon. So. Achtung. Und Schnecke Nummer 1. Oh ja. Oh ja. Das sieht richtig gut aus. Und tatsächlich ist es auch gar nicht. Oh ja. Oh ja, wie das riecht. Aber es ist gar nicht so schwer, das zu machen. Wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass ihr die schön nah aneinander setzt. Bisschen gehen lasst. Und genau. Dann wird es schon, ich würde sagen. Probieren wir? Mhm. Wir probieren. Oh je. Und sie sind warm tatsächlich echt am besten. Und selbst wenn die, wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen trocken werden, einfach in die Mikrowelle geben für eine halbe Minute und nochmal ein bisschen warm werden lassen. Heiß. Also? Heiß. Lass dir schmecken. Brust. Oh ja. Oben drauf. Ja, das obendrauf ist wirklich wichtig. Ich würde sagen, bevor ihr uns jetzt hier noch länger zuschauen müsst, wir quälen, schalten wir hier ab. Danke, dass ihr dabei wart. Mhm. Unterstützt uns weiterhin auf dem Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao, tschüss. Ciao. Delicious.